Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Na, schränken wir das ein, die letzten Fragen beginnen in der Ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitte schön. Wie erlangt man ein weiches Herz in schwierigen Zeiten? Wie erlangt man ein weiches Herz in schwierigen Zeiten? Ob es schwierige Zeiten sind oder gute Zeiten sind. Es gibt nur eine einzige Lösung, dein Herz zu erweichen. Das ist, was die Salaf radiyallahu anhum erwähnt haben. Al-Istighfar wa al-Dhikr. Dass man Allah immer um Vergebung bittet, ständig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung, ich habe Allah wie oft um Vergebung gebeten? 100 Mal. In einer Überlieferung 100 Mal, in einer anderen Überlieferung 70 Mal. Eine Frage, war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Sünder? Was wollte er aber seiner Umma beibringen? Dass sie ständig Istighfar macht. Ja. Und das zweite ist Al-Dhikr. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. In Surat Ar-Ra'd werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah ruhig. Das heißt, wenn man diese beiden Sachen innehat und sie wirklich täglich praktiziert, wirst du sehen, dass du niemals ein hartes Herz bekommst. Sogar sagten die Gelehrten, diese Dinge, Istighfar, was haben wir gesagt? Al-Istighfar, was bedeutet Istighfar? Dass man Allah um Vergebung. Astaghfirullah wa atubu. Zum Beispiel. Und Dhikr, wenn du diese Sachen in deinem Programm fest verankert hast, wirst du niemals ein hartes Herz bekommen. Niemals. Das ist unmöglich. Aber beim Dhikr darauf achten, dass man auch nicht nur das mit der Zunge macht, sondern dass man auch mit dem Herzen dabei ist. Natürlich, wenn du auch sagst, zum Beispiel, einer sagte, der Prophet sallam sagte, wer 100 Mal am Tag sagt, Subhanallahi wa bihamdi, so werden ihm 1000 gute Taten geschrieben und 1000 schlechte Taten gelöscht. Schaut mal, Subhanallah, das ist dein Erfolg. Machst du 1000 Sünden am Tag? 1000 Sünden am Tag zu machen ist nicht leicht. Allah gibt dir 1000 gute Taten und löscht dir 1000 Sünden. Okay, wer das sagt, jetzt wenn man das sagt, ohne großartig mit dem Herzen anwesend gewesen zu sein, kriegt man den Lohn ja oder nein? Kriegt man den Lohn ja oder nein? Ja. Der Prophet sagte, man qala. Derjenige, der das sagt, hat er gesagt, er muss das auch verinnerlichen? Antwort nein. Aber Frage, hat der Dhikr denselben Einfluss? Ja oder nein? Der Dhikr hat nicht denselben Einfluss. Wenn du mit dem Herzen anwesend bist, hat der Dhikr einen ganz anderen Einfluss. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, nur die sich gemeldet haben, bitte. Inshallah. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Bitteschön.